schon fünf nach gesagt. Guten Abend, sehr verehrte Zuschauer. Wenn Sie enttäuscht gewesen sind, dass wir das letzte Mal die Sendung praktisch ausfallen lassen mussten, so werden Sie heute hoffentlich freudig überrascht sein, denn Sie sehen gleich in unserer Mitte nicht mehr einen Gast, Frau Ströwer, sondern Sie sind jetzt, Gott sei Dank, für, hoffe ich, viele Male zu uns gestoßen. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen in unserem Kreise. Ja, freut mich. Wir haben, ja, pausieren müssen, meine Schuld auch gewesen. Und es ist wahnsinnig viel liegen geblieben. Und es sind wichtige Dinge gewesen, über die ich persönlich und Sie vielleicht auch etwas sagen möchten. Und das wollen wir doch hiermit nachholen. Da ist ja jedes Jahr im August dieses Festival Young Juro. Bei dem Juro stutze ich schon ein wenig, weil der Rahmen Europa hat sich ja aufgelöst oder ist gesprengt worden. Und ich habe mir sagen lassen, dass viele junge Ensembles Schlange stehen, um dabei zu sein. Und es ist ja jedes Jahr eine, finde ich, sehr, sehr schöne Sache. Und zwar beweist sie ja, dass man das Wort Globalisierung auch in einem positiven Sinne deuten kann. Und sicher sind alle Ensembles, die da kommen, noch nicht so unbedingt reif, dass sie in Berlin auftreten könnten. Sie greifen vielfach nach den Sternen, die sie noch nicht, vielleicht auch nie erreichen werden. Aber ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die packende Musizierlust, die sich auch auf das Publikum überträgt. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Ich habe nur ein bisschen ausgewählt. Zwei Pianistinnen sind mir im Gedächtnis geblieben. Nicht, weil jetzt die Frauenquote wieder sehr modern geworden ist. Das waren wirklich Pianistinnen. Eine aus Israel, Einaf Yaden, und aus Russland, Maria Masucheva. Und ich glaube, beide Namen wird man sich unter Umständen merken müssen. Bei dieser Russin war etwas dabei, was vielleicht ein bisschen zum Lachen bringt. Die Gravidität war nicht zu übersehen. Und das Motto dieses Festivals ist ja, hier spielt die Zukunft. Und so war möglicherweise da schon eine nächste Generation mit gemeint. Das heißt, die Dame war dick. Oder Gravidität, wie kann ich das verstehen? Das ist eine Umschreibung des Zustandes, wenn eine Dame ein Kind erwartet. Ach so, das ist natürlich ja was anderes. Nein, nein, in der deutschen Oper haben wir jetzt bei Don Carlos eine andere Gravidität. Aber die werden Sie ja demnächst sehen. Mir hat ganz besonders gefallen der niederländische Beitrag. Auf den Pulten waren Rossini-Noten und auf der Bühne stand ein riesengroßer Vogelkäfig. Naja, wenn Sie jetzt auch die Zuschauer sagen, na natürlich die diebische Elster. Nein, die war bei Rossini erst 4 Jahre später dran. Diese La Gazza Ladra. Man brachte hier die einaktige Fasa Giocoso Il Signor Bruschino. Eine typische Verwechslungszeit aus dieser Rossini-Zeit und eben natürlich mit dieser Musikmotorik, die wir alle kennen, für die er dann in Paris später den Spitznamen Monsieur Crescendo erhielt. Also das war noch so mein Beitrag zu diesem Young Juro Classic. Man könnte natürlich sicher viel darüber sagen. Das nächste, was auch lange jetzt schon hinter uns liegt, ist das Musikfest Berlin 2011. Dieses Festival, Herr Lücker, ich weiß nicht, Sie verfolgen das ja auch seit Jahren, das hat ja immer ein dramaturgisches Konzept, was Festivals im Allgemeinen nicht unbedingt haben. Stimmt doch. Na, würde ich nicht, also ich würde es nicht als dramaturgisches Konzept beschreiben. Es gibt Schwerpunkte und ein Schwerpunkt macht noch kein dramaturgisches Konzept.
Das heißt, wenn man sagt, also ein, zwei oder drei Komponisten stehen im Mittelpunkt, ist das noch keine dramaturgische Meisterleistung, sondern das können auch Laien machen. Dazu reicht auch Wikipedia bei der Liste großer Komponisten und dann, das reicht dann eigentlich aus. Das, darin steckt jetzt schon ein bisschen Kritik, ja. Aber machen Sie mal weiter. Nein, gut, also Ihren Einwand kann ich schon verstehen, aber es ist ja doch so, dass ich gewisse Linien, die man sich vorher ausgedacht hat von einem Komponisten zum anderen, dass die dabei schon eine Rolle spielen. Nur habe ich ein bisschen Einwände gegen das, was da abläuft. Und zwar ist es auch irgendwo schon jedes Jahr gleich. Es werden furchtbar viele ausländische Orchester eingeladen, meiner Ansicht nach überproportional zu viele, denn es heißt ja Musikfest Berlin. Und diese gastierenden Orchester, was natürlich immer jeden Musikfreund freut, wenn er auch mal ein anderes Orchester hört, selbstverständlich, und Vergleiche anstellen kann zu den Berliner Orchestern, nicht? Aber diese gastierenden Orchester, die kann man ja nicht einfach so einladen und sagen, so, nun kommt mal, wir machen hier ein Musikfest und dann verschwindet ihr wieder, sondern die passen das in ihre Tourneen ein. Und natürlich haben sie im Tourneegepäck irgendwelche Vorzeigestücke, die sie gern spielen und nicht unbedingt die, die nun in dieses Konzept hier hineingedrückt werden müssen. Und darin sehe ich eine Schwierigkeit. Also ich persönlich, meine Meinung, müssen Sie sagen, ich fände es gut, wenn man sagt, so, Musikfest Berlin, jedes Berliner Orchester versucht schon vorher was vorzubereiten, ein Programm, mit dem dieses Orchester sich möglichst im glänzenden Licht dem Publikum darstellen möchte. Und dazu dann vielleicht ein oder zwei auswärtige Orchester. Ich glaube, man muss hier doch ein bisschen so den kulturpolitischen Aspekt mit hineinbringen, weil das Musikfest ist ja eine Veranstaltung der Berliner Festspiele und das wiederum ist Teil der Kultur des Bundes GmbH. Und das heißt natürlich, Berlin ist Gastort, wenn man so will, eines großen Musikfestes, das definitiv aus der Sicht des Bundes international ausgerichtet sein soll. Und im Grunde lädt sich der Bund Musikorchester, bedeutende Orchester aus aller Welt nach Berlin ein. Also ich glaube, das ist mehr das Konzept, also so ein spezifisches Konzept jeweils mag ich gar nicht so genau zu identifizieren aus den letzten Jahren. Ich persönlich muss sagen, ich finde es eigentlich großartig, dass man andere Orchester hier zu hören bekommt. Philadelphia Symphonikers und so weiter, also das waren schon Orchester, die man da hören konnte, die großartig war, wo man auch immer denkt, schau an, ja, woanders gibt es auch ganz tolle Orchester. Und also ich finde es eigentlich ein ganz schönes so Spiegelbild dessen, was in anderen Ländern los ist, auf einem anderen Level, aber ein bisschen ähnlich im Grunde wie bei Young Rural Classic. Also man holt sich die Orchester hierher und gibt einfach da ein Gastspiel, natürlich gemäß dem, wie Sie sagen, die Orchester sind unterwegs und kommen dann eben in Berlin vorbei. Ich bin im Grunde auch Ihrer Meinung, das ist auch eine andere Sichtweise, aber wenn Sie dann erleben, dass ein überseeisches, namhaftes Orchester, ich nenne mal keinen Namen, gastiert und die Philharmonie nur etwa zu 60% mit Zuschauern gefüllt ist, dann finde ich das ein bisschen schade. Und das ist dann deshalb der Fall, weil man irgendein Werk auf dem Programmzettel oder in der Ankündigung sieht, weiß ich, Busoni, Klavierkonzert oder irgend sowas, was so keiner recht kennt und was der Bauer nicht frisst, das nicht kennt, das frisst er nicht. Und so geht es dem Publikum dann auch. Also das finde ich dann schade, insbesondere wenn, und ich hoffe, ich komme heute noch dazu, wenn man dann sieht, wie in der, gar nicht weit von uns hier in Cottbus zum Beispiel, wie die Leute Angst haben müssen, dass sie finanziell ab 13 oder man über die Runden kommen. Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also es ist einerseits schon so, dass die Berliner Orchester ja beim Musikfest Berlin präsent sind, sogar sehr präsent, und dass die
auch immer sozusagen zu den Themenschwerpunkten Beiträge bringen. Ja? Also ob das jetzt das Konzertorchester war mit Nono, Prometeo oder auch das DSO ist eigentlich auch immer dabei und die Philharmoniker selbst sozusagen als Hausherrin der Philharmonie. Ja. Und die werden da schon abgebildet, die können sozusagen im Musikfest Berlin zeigen, was Berlin kann. Und die anderen Orchester kommen aus aller Welt dorthin. Sicherlich, da kann man sagen, ist das ein Luxus, den wir uns noch leisten können oder müssen. Aber man hat halt die Chance, zum Beispiel, wie ich vor 2 Jahren, das Chicago Symphony Orchestra endlich mal in Berlin zu haben. Und das ist über die normalen Konzertagenturen und so weiter, ist das ein totales Risiko, die einzuladen, weil man wirklich also nicht nur die Philharmonie ausverkaufen muss, ja, also um das finanziell irgendwie annähernd wieder reinzuholen, sondern man muss auch noch die Kartenpreise etwas anheben. Ja? So, und wenn Sie dann sagen, irgendwie, ja, Busoni-Klavierkonzert zieht da nicht, das wird dann gar nicht auf dem Programm stehen, sondern da wird dann eine große Schostakowitsch-Sinfonie oder so auf dem Programm stehen. Und das muss man dann auch irgendwie verstehen können. Und das ist die Chance für die Berliner Orchester zu experimentieren, weil die haben keine Reisekosten, die sind hier in Berlin. Und die Orchester von weiter her, die bringen eben große sinfonische, klassische Werke. Und das muss man auch einfach so ein bisschen akzeptieren. Also da geht es ja auch vornehmlich um so einen Vergleich des Sounds von so einem Orchester. Also Philadelphia oder wie klingt Chicago? Und das möchte ich eigentlich auch weiterhin nicht missen, zu wissen, wie die New Yorker Philharmoniker gerade klingen, weil die sind so häufig nicht in Berlin. Das Problem, das ich ein bisschen habe, ist immer der Zeitpunkt. Also im Frühherbst, wenn alles wieder losgeht und so viele Premieren in den Theatern sind und so überall die Spielzeiten auch wieder beginnen in den Konzerthäusern und dann noch das Musikfest. Und also das ist immer sehr verdichtet, finde ich, der Mitte-Ende-September-Termin. Aber wann soll man es machen? Ne? Ja. Im Sommer sind alle bei irgendwelchen Festspielen, dann beginnt die Saison. Oder es gibt diese 10 Tage Young Euro Classic, die darf man auch nicht stören. Es ist immer ein Problem, aber ein Luxusproblem, das wir in Berlin haben, glaube ich. Naja. Noch. Ja. Aber Sie erwähnten vorhin den Prometeo von Nono. Ich habe das Werk jetzt zum zweiten Mal an gleicher Stelle gehört, war 88 schon dabei. Und diesmal waren meiner Ansicht nach die Musiker des Konzerthausorchesters etwas in geringen Mengen vertreten und sie hatten auch mit die undankbarste Aufgabe, würde ich sagen. Aber der Komponist hat ja selbst von einer Tragödie des Hörens gesprochen anlässlich dieser Komposition. Und da möchte ich sagen, es ist eine Tragödie auch auf die Dauer des Nichtverstehens. Denn man hört immer so ab und zu den Spruch Ascolta, also höre, nicht wahr? Aber man hört, aber man kann das, was man hört, auch irgendwie im Kopf nicht recht miteinander verbinden, weil da auch 4 Gruppen verteilt sind und 2 Dirigenten, entschuldigen Sie, wenn ich den saloppen Ausdruck sage, rumfummeln. Und dann sind Gesangssolisten und Sprecher und weiß ich. Aber das Resultat ist schmal, würde ich sagen. Und mir hat, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es sehr gefallen, obwohl mir bisher nicht alles von Wolfgang Riem, sagen wir mal, geschmeckt hat, in Anführungsstrichen. Mir hat es sehr gefallen, diese Komposition in der Gethsemane-Kirche am Vortage, Et Lux, eine Komposition, wo sich Gesangssolisten und ein Streichquartett miteinander vermischen. Also es ist toll gemacht, ich fand es sehr, sehr gut. Aber ich hoffe, das Musikfest bleibt. Aber ich mache den Vorschlag, dass man mehr die Berliner Orchester noch stärker einbindet als bisher. Das ist meine private Meinung und Hoffnung. Ja, ich sagte vorhin, Anders Spahn. Ich habe kürzlich mich nach Cottbus gefahren, weil das Haus eben sehr in Bedrängnis gerät finanziell. Das liest man jetzt dauernd. Habe mir dort eine AIDA Vorstellung angesehen, also dass man in Cottbus AIDA machen kann, ist schon eine Leistung als solche, ist ja doch eine anspruchsvolle Oper und es ist alles verdichtet, inszenatorisch fast auf eine kammermusikalische Ausdeutung, was das Spielen anbetrifft, die Musik von dem GMD, der da tätig ist, Evan Christ, der geht in die Vollen, macht AIDA im Sinne einer großen Oper.
aber insgesamt ein sehr schöner Abend, auch vom Bühnenbild her in Sandfarben und mit schönen Säulen und Andeutungen von früheren politischen Verhältnissen, die in diesem Gebiet geherrscht haben und so weiter. Aber eins muss ich sagen, ich habe in meinem langen Opernleben kaum eine zweite Amneris gehört, die so gut war wie eine Marlene Lichtenberg in Cottbus. Die sollte man sich merken und na, vielleicht noch nicht nach Berlin holen, dann wird sie schnell verschlissen. Wie ja. Viele Produktionen machen die denn überhaupt noch in Cottbus? Also ich weiß nur, dass sie ganz wenig Oper machen, viel Musical und auch Operetten. Und es ist natürlich dann erstaunlich, dass also ein Sänger, der hier den Radames gesungen hat, den habe ich vor 2 Jahren gehört, als, wie heißt die Operette, die in Krakau spielt, wo der Fürst Oberst Ollendorf ihn da verhaftet, der Bettelstudent. Ja, also Sie sehen, einer muss da so eine breite Spannweite erfüllen, nicht? Aber schaffen Sie irgendwie. Ja, weil wenn man das sonst anschaut in Brandenburg, da ist ja nichts mehr. Mhm. Und dann ist ja Cottbus schon die rühmliche Ausnahme. Und es gibt übrigens eine private Initiative, die heißt Wanderoper Brandenburg. Die wollen möglichst eine Inszenierung machen mit jungen Leuten, auch in Verbindung mit Rheinsberg, und dann tatsächlich in Brandenburg unterwegs sein mit Opernproduktionen. So. Und solche Dinge hat es ja in der Vergangenheit immer schon gegeben. Es gab ja nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel eine wandernde Schauspielertruppe, die hieß der Grüne Wagen. Mhm. Na, da waren Leute dabei wie die Flickenschild oder so, nicht? Das, notgedrungen kommt man wieder zu solchen Sachen, nicht? Aber notgedrungen haben dann auch die Schauspieler oder Sänger keine Festverträge und springen von einem Ort zum anderen. Ich bleibe eben bei der Vergangenheit. In der Vergangenheit, vor ein paar hundert Jahren, waren Schauspieler, Theater gefährdet durch die, nicht Inquisition, sondern durch die Zensur. Und heutzutage haben wir ein anderes Phänomen in Norddeutschland, jedenfalls im Sommer, ich bleibe noch beim Sommer, da ist es das Regenwetter. Und das verscheucht viele. Ich war froh, dass ich gelesen habe, dass in Schwerin, wo ich den Freischütz gesehen habe, sehr überzeugend, dass da trotzdem bei diesem schlechten Sommer noch ein 20-prozentiger Zuschauerzuwachs gewesen sein soll. Aber jetzt sind wir bei der Vergangenheit, jetzt kommen wir schon in diese Spielzeit. Und dort in Schwerin, das ist übrigens die 125. Spielzeit dort, die jetzt angelaufen ist. Das ist ein Jubiläumsjahr natürlich. Und das hat man mit einem Faustprojekt eröffnet. Sehr überzeugend, wie ich meine. Ich sage es deshalb, weil es gibt Theaterreisende, es gibt Opernreisende, die fahren von einem Ort zum anderen und gucken sich sowas an. Das kann ich also durchaus empfehlen. Und bei Schauspieldirektor Peter Dehler in Schwerin ist Faust ein gegenwärtiger Forscher, der sich in seiner, ich zitiere jetzt, in seiner gedanklichen Habgier, Sie merken schon, worauf das anspielt, über jedwede Grenzen hinwegsetzt, ethische wie die Grenzen des Realen, um im virtuellen Raum auf seinen Gegenspieler Mephisto zu treffen. Also sehr interessant gemacht, auch für die Jugend interessant, mit Musik und mit entsprechender Musik. Also so versucht man überall auch die Jugend ins Theater zu bekommen. Nun kommen wir nach Berlin, und zwar zu Falada. Und ich hatte ja schon neulich gesagt, ich habe sie im Zuschauerraum gesehen, aber wir haben uns verfehlt. Jeder stirbt für sich allein. Wie war Ihr Eindruck? Ja, ich muss sagen, ich gewinne den allen Produktionen im Gorki-Theater zunehmend mehr ab. Also ich war am Anfang gar nicht so überzeugt, muss ich sagen, dass Armin Petras das Haus gut aufstellen würde. Aber im Laufe der Jahre bin ich sehr angetan, und auch diese Produktion ist
Also meines Erachtens eine wirklich gute. Wir sprechen ja auch gleich noch über die Wohlgesinnten. Also in diese Spielzeit ist das Gorki-Theater gut gestartet. Und man muss ja sagen, gleich natürlich mit dem großen Plomp, dass Herr Petras angedroht hat, Berlin zu verlassen. Und das finde ich für dieses Theater wirklich also ganz, ganz, ganz verheerend. Ja, und unter anderem natürlich auch deshalb, weil er, und das glaube ich stimmt wirklich, sagt, sein Haus sei unterfinanziert. Und das wächst ja von Jahr zu Jahr dann an und die können sich also keine großen Gäste und sowas leisten. Naja, im Vergleich zu anderen Häusern muss man sagen, ist das Maxim-Gorki-Theater als eines der staatlichen Bühnen absolut unterfinanziert. Das ist gar keine Frage. Man hat völlig willkürlich, muss man sagen, schon vor etlichen Jahren dem Haus 900.000 Euro genommen. Das war schon in der Endphase von Volker Hesses Intendanz. Ja. Und eigentlich hatte man Petras zugesagt, mit seinem Kommen würden diese 900.000 Euro dem Haus wieder zur Verfügung gestellt werden. Das ist aber nicht passiert. Und das wirft natürlich Fragen auf überhaupt der Vergleichbarkeit von Finanzierung von Staatstheatern. Mhm. Und das ist in Berlin vollkommen der Willkür überlassen und im Grunde muss man sagen, historisch gewachsen. Und manche sind dann einflussreicher bei den entsprechenden Stellen im Senat und kriegen mehr Geld, obwohl sie gar nicht nachweisen können, dass sie mehr Produktionen zum Beispiel machen. Und das Gorki-Theater ist mit seiner sehr dichten Zahl von Produktionen, gut, man kann vielleicht über die eine oder andere streiten, ob das nötig ist, aber ich glaube schon, um das Haus wirklich voll zu kriegen. Und man hat eine große Steigerung in der Besucherzahl, also ganz klar strukturell unterfinanziert und ist wirklich knapp. Sie sagten eben eine dichte Folge von Aufführungen. Also mir erscheint sie oft zu dicht. Aber sie entspricht auch hier beim Ablauf dieses Abends, von dem wir jetzt eben sprechen, Falada. Ja. Es ist ja nicht nur so ein Stück jagt das andere, sondern die Schauspieler hier, 7 Darsteller in 22 Rollen, ich lese es ab, weil ich das sonst nicht im Kopf hätte, und die springen von einer Figur in die andere und das erzeugt so eine gewisse Hast und auch der Petras selbst, nicht nur, dass er hier in Berlin inszeniert, dann noch außerhalb und überall und so. Also ich habe ihm das schon mal persönlich gesagt, dass er doch ein bisschen auch mehr Ruhe sich gönnen sollte und vielleicht auch dem Haus. Also, ich glaube, das kann er nicht. Also ja. Der ist noch so in einem Produktionsprozess, also auch ja als Autor, Fritz Kater und dann als Intendant und dann noch als Regisseur. Gut, das ist natürlich dann auch die Frage an Politik. Gibt man so einem Menschen, der so hyperaktiv ist im positiven Sinne, dann ein Haus in der Leitung? Also das ist ja sowieso die Frage, ob Intendanten das Richtige sind für ein Haus. Also kann man drüber streiten, glaube ich. Aber Petras hat das, denke ich, ganz gut zusammengeführt. Und meines Erachtens ist das Haus sehr gut aufgestellt. Aber noch ein Wort zu diesem Abend. Ja. Ein spannender, aufrüttelnder Abend. Ja. Auch für die Jugend, die ja mal die älteren Generationen befragt und so, wie war es denn damals und so. Der Zuschauer wird hier praktisch vor die Frage gestellt, wie hättest du dich damals verhalten? Das finde ich sehr, sehr gut und vielleicht, das Stück heißt ja, jeder stirbt für sich allein. Und das spielt ja eigentlich in dem Roman auf den Schluss an, wo sich diese beiden Nazi-Gegner gegenseitig beschuldigen und dadurch jeder für sich allein sterben muss. Sehr übel, glaube ich, sogar mit dem Beil. Und das hat man weggelassen, hat also vielleicht, das hat natürlich sicher alles Gründe, wollte man auch vielleicht nicht so darstellen. Aber das ist immer, ich frage mich ja überhaupt, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, was ist denn besser bei Romanen, die jetzt überall auf den Bühnen dramatisiert werden? Soll man das Buch zuerst lesen oder soll man erst die Aufführung sehen und dann das Buch lesen? Es ist bei Falada
so, dass viele Schüler das, glaube ich, immer noch lesen in der Oberstufe. Ich kannte es aber wirklich auch seit damals und habe es nie mehr in die Hand genommen, muss ich gestehen. Mhm. Und interessant war, dass der RBB, ich weiß gar nicht, ob das geplant war, zeitgleich im Kulturradio eine Lesung gemacht hat mit Ulrich Nöten. Und ich habe das parallel nochmal als Hörgeschichte sehr oft gehört im Radio und fand es zum Beispiel wunderbar, also das Theaterstück zu sehen und es dann nochmal zu hören, gelesen zu hören. Ob man jetzt das erst lesen muss, ich glaube, das ist wie mit Filmen und Romanen. Es gibt einmal die bessere Umsetzung im Kino und dann gibt es, sagt man immer, die Literatur ist immer die bessere Form, weil einfach fantasieanregender. Was ich interessant finde, ist, dass das Gorki-Theater als Konzept die NS-Geschichte sich zum Thema gemacht hat, offensichtlich in dieser Spielzeit. Und das finde ich sehr gut, weil man doch das Gefühl hat, Nationalsozialismus ist kein Thema mehr im Theater und in den Kultureinrichtungen. Und dass das so wirklich verdichtet aufgenommen wird in dieser Spielzeit, gefällt mir. Entschuldigen Sie, wir kommen gleich zu dem, was Sie gesehen haben. Ich habe nur einen meiner Ansicht nach eben wichtigen Gedanken. Sie werden vielleicht sagen, ist nicht so wichtig. Wenn man das tut, und das sollte man oft tun, dann hüte man sich davor, den Hitler, wie es in dem Fall auch geschehen ist, so als Hampelmann mit Bart da und so herzustellen. Also für mich war diese Figur Hitler eine viel zu, angesichts der Verbrechen und dessen, was der Narzissmus ausgelöst hat, kann ich dann über sowas nicht lachen. Also vielleicht konnte man... Das ist ja bitteres Lachen. Also das, glaube ich, kann man dramaturgisch durchaus so machen. Ich fand es auch hier so... Ich fand es treffend inszeniert. Und vielleicht nenne ich mal den Namen. Ja. Jorinda Dröse war die Dame. Also ich fand es gut, weil es doch auch immer die Möglichkeiten auch thematisiert hat. Was kann der Einzelne machen? Welche Widerstandsmöglichkeiten hat man? Und durchaus natürlich die Zwänge, den Druck. Und also ich fand es gut, dass man sich dieses klassischen Stoffes, der sicher auch sich an viele Schüler richtet, auf die Bühne gebracht hat. Jetzt kommen wir zu einer Alternative im Gorki-Theater unter dem Titel Die Wohlgesinnten. Autor ein gewisser Little. Jonathan Little, genau. Der hat ja 2006 diesen Roman geschrieben, also Die Wohlgesinnten. Und das war, also erstmal war das ein großer Verkaufserfolg wohl auch und hat auch zu Diskussionen geführt. Wie ich gehört habe, ist es unter Historikern wohl so, dass dieser Roman überraschenderweise sehr anerkannt ist, was ja angesichts also der Forschung von einem ehrenwerten Historiker, den man so hat oder haben mag, überraschend ist. Denn also wenn eine fiktive Figur erschaffen wird, die aber sozusagen mit dem ganzen, mit den ganzen Daten, mit den ganzen Fakten aus der Vergangenheit angereichert wird, dann ist das immer eine heikle Sache. Apropos heikel, weil Sie gerade gesagt haben, wenn man so eine Figur wie Hitler als Clown oder so vorführt, entschuldigen Sie, aber diese Diskussion, die müssen wir anders führen. Wir müssen die viel differenzierter führen. Wir haben alles gesehen. Wir haben schon bei Chaplin noch zu Lebzeiten Hitlers eine Parodie gesehen. Wir haben vor 2-3 Jahren Helge Schneider als Hitler gesehen. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, war dann von dem Film, der viel zu politisch korrekt war, sehr, sehr enttäuscht. Helge Schneider übrigens auch, wie man hört. Was man aus so einer Figur macht, ja, das ist eine Sache des Einzelnen. Theaterabends, dass das eine lächerliche Figur war, ist doch erstmal klar. Also Hitler war auf eine Weise eine total lächerliche Figur. Andererseits war er zweitens der größte Massenmörder aller Zeiten und deshalb ist er natürlich auch verachtenswert. Aber er ist drittens auch einfach eine interessante Figur, die an jedem Theaterabend auf verschiedenste Weisen auftreten kann und vielleicht auch mal total sympathisch ist. Und dann, da wird es dann vielleicht auch provokant. Ja? Aber darf ich nur mal einhaken? Sie sagten, der Chaplin. Chaplin hat ihn ja verkackmeiert, sage ich mal, als Hitler noch lebte. Ja, und aber das macht ja keinen Unterschied. Es war ja schon klar, dass Hitler nun ein freundlicher Mensch von ihm ist. Aber das finde ich, wenn man zu der Zeit das gemacht hat, das war sehr, sehr wichtig, die Menschen auch aufzurütteln. Aber das finde ich heute umso wichtiger, weil sonst ist das Thema, steht es nur noch im Geschichtsbuch und die Schüler kauen es durch und sind aber eigentlich davon genervt, weil sie vielleicht auch andere Epochen durchnehmen wollen. Das heißt, das, was wir etwas Älteren, die nicht mehr in die Schule gehen, eigentlich
garantiert haben wollen, ist ein Umgang mit dem Thema. Und wie dieser Umgang aussieht, ob der jetzt wissenschaftlich ist oder theatralisch oder musikalisch oder filmisch, das ist dann individuell. Aber wir müssen uns damit beschäftigen. Und wenn es dann nur im Geschichtsbuch steht, dann stirbt das Thema auch. Und dann sind halt auch all wieder diese Gefahren da, die auch mal sehr schnell an die Wand gemalt werden. Und was uns dann wiederum nervt, weil nicht jeder kleine Neonazi irgendwo in Brandenburg ist der kommende Hitler. Ja, weil wir den gar nicht ernst nehmen. Und natürlich völlig zu Recht nicht ernst nehmen. Absolut. Ja. Ja, das war es zu diesem Stück. Nein, absolut nicht. Also wie setzt man einen 1400-Seiten-Roman um? Ja. Das ist die große Frage, die mit der viele Leute auch an dem Abend, wo wir drin waren, beantwortet wissen wollten. Wie setzt Petras die Geschichte des Akademikers, des intellektuellen Nazis Max Aue oder Max von Aue oder Dr. Max von Aue, ist ja auch egal, wie setzt er das um? Und das beginnt erstmal damit, dass man reinkommt und den Zuschauern wird ein riesiger Spiegel vorgehalten. Da denkt man dann so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen Realschultheaterniveau, von wegen, ihr kriegt jetzt den Spiegel vorgehalten, aber dieser Spiegel, der kann etwas. Ja, der bewegt sich auch auf das Publikum zu. Also ich hatte da auch ein paar Ängste, also weil mich hätte er noch getroffen. Ich saß in einem Bereich des Zuschauerraums, ich wäre wahrscheinlich mit draufgegangen. Ja, wie setzt man das um? Man geht mit dieser gefährlichen Haltung ins Theater. Ich habe den Roman gelesen und jetzt schaue ich mir das Stück dazu an. Das ist natürlich eigentlich ein Unding. Man kann mit dieser Haltung nicht ins Theater gehen. Also was wäre denn eine Entsprechung? Also der Abend hat 4 Stunden gedauert, ja, aber 1400 Seiten, wie lange dauert das dann? Ja? Diese Inszenierung hat viel Kritik einstecken müssen. Ich habe sie erst danach gelesen. Ich kann nur sagen, also ein Abend, der 3,5 oder 4 Stunden nicht langweilig ist, der hat erstmal eine Grundqualität. Und das ist das, von dem ich sagen würde, man sollte da reingehen, man sollte diskutieren nach diesem Abend, das haben wir auch getan. Es sind noch 2 weitere Vorstellungen am 26. November und 15. Dezember. Das ist gut, dass Sie das erwähnen. Dieser Abend hat allerdings eine Gefahr, die wir, glaube ich, beide gesehen haben. In dem Roman geht es sozusagen um den Schrecken, den man haben kann, wenn man von einem also ganz kühlen, intellektuellen, klugen Lebensmann wie diesen Max Aue liest, der auch nichts getan hat, also der ein Nazi mit großer Überzeugung war, aber eben sozusagen kein pathologischer Täter, so, ja? Also keine Täterpathologie, sondern ein berechnender, kühler, gesunder Mensch. Und dieses Gesunde, das fällt dann wiederum bei der Inszenierung von Petras total weg, weil es nämlich eine Inzestorgie ist, die wiederum aber im Roman auch selber verankert ist, aber die natürlich dargestellt auf der Bühne noch eine viel größere Wirkung hat. Ja. Also wollen Sie damit sagen, dass das Nazi-Thema hier eher vom Zuschauer ins Gegenteil... Nein, nicht ins Gegenteil, also, sondern... dass er das gegenteilig aufnimmt. Nein, ja, auf eine Weise wird dieser Täter entschuldigt, so, ja, weil man viel mitkriegt, also woran er sich abgearbeitet hat, an dem incestuösen Verhältnis zu seiner Schwester, an diesen ominösen Zwillingen, die dann geboren wurden. Und das Merkwürdige ist eben, dass immer andere so für ihn sprechen. Also es gibt dann auch, weil sich ja Little auf die alten Griechen bezieht, schon im Titel, gibt es also einen Chor, der sehr präzis gesprochen wird, aber eben von den anderen. Und Max von Aue steht immer so ein bisschen außerhalb des Ganzen. Und man denkt, das ist dieser ganze Abend ist eine Erklärung dafür, was dieser intellektuelle Vollnazi sozusagen mit verbrochen hat. Weil der sieht ja alles. Der sieht sozusagen, wie das Gas entwickelt wird, was dann in den Gaskammern verwendet wird. Der ist dann auch selber in Auschwitz und dann ist er da. Also das ist auch eine sehr sprunghafte Herangehensweise, die sozusagen alles will. Ja, also. Aber diese sprunghafte Sehensweise, wie Sie das eben sehr richtig ausgedrückt haben, die ist auch ein bisschen typisch Gorki-Theater. Ja, das Ganze ist sicher ein Stück eine Provokation und auch so angelegt von Petras. Ich habe den Roman nicht gelesen gehabt, diese 1400 Seiten, was Littell da vorgelegt hat. Aber es ist natürlich zunächst erstmal das Ungewöhnliche aus der Täterperspektive. Und es wird im Grunde im ganzen Stück die Motivation und Sichtweise des Täters auf die Bühne gebracht.
gebracht. Also eigentlich recht stringent. Wie gesagt, bis dahin, dass man diese Inzestgeschichte sozusagen noch ein Stück als Erklärungsmuster auch nimmt für sein Verhalten als strammer Nationalsozialist. Und er ist durchaus also in für uns kaum vorstellbaren Konflikten, die aber völlig absurd sind, also in dem Sinne, nicht die Juden sofort zu vergasen, sondern erst optimiert ihre Arbeitskraft zu nutzen und nicht die Jungen sozusagen ins Gas zu schicken. Was ja auch geschehen ist. Ja, er möchte das aber noch verstärken und sie deswegen länger am Leben halten. Ja? Also solche Dinge. Und ich fand es in der provozierenden Weise also nicht ganz überzeugend, muss ich sagen. Ich habe überhaupt keine Kritiken gelesen, muss ich sagen. Ich denke, es ist ein wahnsinniger Versuch, der, da hat Arno Lücker recht, überhaupt nicht langweilig ist. Also man denkt ja oft, das quält einen als Thema. Nein, es ist von dieser Perspektive aus der Tätersicht erzählt und erfordert das aus die Auseinandersetzung damit. Aber es ist natürlich die These impliziert, jeder auch gebildete Mensch kann quasi Täter sein, ja, in dieser Funktion. Sie sagten eben, Sie lesen gar nicht Kritiken. Das können ja unsere Zuschauer auch tun. Sie lesen keine Kritiken, stattdessen sehen Sie unsere Sendung. Ja. Das ist eine Alternative. Aber ich habe eben wieder einen Gedanken aufgeschnappt in Ihrem Reden. Sehen Sie das hier, ein 4-Stunden-Abend. Und der ist eigentlich ganz gegen den Zug unserer Zeit. Der Zug unserer Zeit geht dahin, alles zu verkürzen. Und ich nenne jetzt eine positive Verkürzung. Ich habe in Basel kürzlich erlebt, wie man den Volksfeind von Ibsen, immerhin eine fünfaktige Angelegenheit, auf 75 Spielminuten eingekürzt hat. Da fallen natürlich einige Figuren weg. Und einige Debatten auch, die in diesem Stück nicht unbedingt sehr wertvoll sind. Aber die Grundaussage des Stückes, dass ein Widerstand gegen Spekulation und Korruption geleistet wird, der kommt vor. Und zwar mit einer tüchtigen Prise von Humor wird das Ganze auf die Bühne gebracht. Nun nennen Sie mir mal in Berlin einen Regisseur, der ein ernstes Stück humoristisch betrachtet oder wenigstens Spuren davon. Kann ich Ihnen aber einige Namen nennen? Also eigentlich macht das. Ich kenne eigentlich nur das Gegenteil, dass versucht wird, Komödien noch möglichst zu Tragödien umzuwandeln. Nein, das sehe ich ganz anders auch. Aber jetzt bei Die Wohlgesinnten war es auch so, dass es da Momente des Lachens gab, wo man dann denkt, darf man da jetzt lachen? Und ich habe nachher auch in einer Diskussion mit dem Dramaturgen gesagt, und der meiner Meinung war, ist, man muss lachen, um diese Themen auch überhaupt an sich heranzulassen. Und immer diese moralische Frage, die mich wirklich anätzt, also ob man jetzt lachen darf oder nicht, wenn man lachen muss, ja, dann ist das ein Impuls. Und wenn man den unterdrückt, also das ist doch eine absolut unaufgeklärte Haltung. Und ob es jetzt um Hitler oder um irgendwelche anderen Nazis geht oder um ein vermeintlich ernstes Thema, das sind Mittel des Theaters, die haben mit Lachen und Weinen zu tun und wann die angemessen sind und wann nicht. Also wenn mir das jemand vorschreiben würde, ich würde aggressiv werden, weil das für mich zum Theater gehört. Es gab in Die Wohlgesinnten eine Szene, da ist dieser Max von Aue im Krieg und was im Krieg halt so passiert, da werden Körper zerfetzt, da sterben Menschen, all diese Sachen. Ja. Soll man die jetzt draußen lassen irgendwie? Meine kleinen Kinder sind um 20 Uhr, gehen nicht ins Gorki-Theater. Eine Szene, wo jemand sozusagen seine Gedärme in der Hand hatte, das waren so ein paar Bindfäden und der schrie halt so, aua. Ja, das war eine wohltuende Szene, weil diese ganze Kriegsscheiße, sage ich mal, ja, also dieser ganze Kot, ja, dieses Blut, das da auch sozusagen auf den Gesichtern da verstrichen wurde, ja, also Theaterrequisite natürlich, ja, das braucht auch einen Kontrapunkt. Und diese Szene zum Lachen war wichtig, damit wir das Thema an uns heranlassen können. Und wenn das nicht mehr da ist, dann möchte ich gar nicht ins Theater gehen, weil es dann langweilig wird. Sie haben das jetzt vielleicht etwas sehr ausgedehnt, diesen Gedanken, den ich hatte. Also wie gesagt, das in Basel. Und ich habe auch schon einen sehr, sehr freudvollen, sehr, sehr humorvollen Volksfeind gesehen damals.
musste 1999 gewesen sein in Hannover, unter Andreas Kriegenburg, der auch am Gorki ist und der auch... Am Deutschen Theater. Am Deutschen Theater, sehen ja. Sie? Aber ist ja nicht so weit voneinander entfernt, kann man zu Fuß hingehen. Der jedes Thema, noch das Ernsteste, mit Slapstick-Einlagen, mit irgendwelchen akrobatischen Dingen, mit irgendwelchen Comedy-Impro-Anteilen versüßen. Aber ich brauche das. Slapstick-Einlagen und Comedy und so, das sind für mich dann alles... sehr billige Mittel. Es gibt, das macht der hier in Basel, ich nenne mal den Regisseur Simon Solberg, nicht und klar, auch... Die Qualität auch, von Slapstick, aber ja. Kann ja so und so sein, ja natürlich, ein platter Witz, ja, aber ja. Zum Beispiel das in Wohlgesinnten ein platteste ja, Symbol war noch die sexuelle Vereinigung mit einem von Ikea, Zitat, stammenden Hakenkreuz, ja, also ich habe schon echt plattere Bilder gesehen und man kann da nicht sagen, aber irgendwie... vielleicht, entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen jetzt ins Wort falle, angesichts unserer vielen Themen, wenn wir doch jetzt vielleicht eine kleine Pause hier für uns einlegen. Und zwar hat unser verdienstvoller Kameramann Herr Hickisch vor 4 Wochen etwa in der Deutschen Oper einen Galaabend des Staatsballetts gesehen und hat uns einen Ausschnitt vorbereitet, der, glaube ich, 4 Minuten lang ist. Und in diesem Ausschnitt handelt es sich um eine Fotoprobe. Wenn da also die eine oder andere kleine Ballettungelenkigkeit zu sehen ist, dann ist das nicht zu identisch mit dem, was dann auf der Bühne geschah zu diesem Gala-Ballettabend zur Eröffnung der Spielzeit des Staatsballetts. Thank you.
Es spielte übrigens das Orchester der Deutschen Oper Berlin unter Robert Reimer. Es waren Ausschnitte aus den vier Jahreszeiten. Und wie Sie jetzt zum Schluss an der Musik gehört hatten, war natürlich auch Bizets Carmen mit von der Partie. Vielleicht jetzt zu einem traurigen Ereignis, das bringen wir ja immer, manchmal in der Vergangenheit vielleicht zu sehr. Es ist ja ein sehr verdienstvoller Dirigent von uns gegangen mit fast 99 Jahren. Und wir hätten ihm doch alle von Herzen gewünscht, dass er das Jahrhundert voll macht. Kurt Sanderling. Es ist sicher dieser Tage viel von ihm zu lesen gewesen über sein trauriges Schicksal, das ihn seinerzeit in die Sowjetunion geführt hatte, wo er auch erleben musste, wie Komponisten wie Schostakowitsch statt zu bejubeln, wurden die von den entsprechenden Parteiorganen überwacht und möglichst einige Freunde sogar umgebracht. Schreckliche Zeiten, die dieser Mann erlebt hat. Nazi-Diktatur, Stalin-Diktatur, und der dann doch nach Deutschland zurückkehrte und hier das seinerzeit hier BSO, Berliner Symphonieorchester, leitend übernahm und erst in späten Jahren in dem Westen bekannt wurde, nachdem er dann auch zum Teil durfte oder weil er dann schon sein Amt, glaube ich, 77 niedergelegt hatte. Dieser Kurt Sanderling soll ein lebender Anekdotenschatz gewesen sein. Schade, ich habe keine von ihm persönlich gehört, aber er soll bei jeder Gelegenheit immer etwas Lustiges erzählt haben. Und ich glaube, mit diesem Eindruck, ja, verabschieden wir uns von Kurt Sanderling. Im Hause, im Konzerthaus ist, glaube ich, etwas in Vorbereitung zu seinem 100. oder? Genau, das hätten wir aber auch gemacht, wenn er sozusagen es noch geschafft hätte, 100 zu werden. Also wir planen oder haben bereits geplant, und es wird kommen, im September 2012 ein Festival zu seinen Ehren, eine Hommage an Kurt Sanderling mit Musikern, die dann bei uns als Solisten oder seine Söhne als Dirigenten auftreten werden. Genau, im September 2012. Und es wird aber natürlich noch ein bisschen mehr geben, wie immer bei uns. Es gibt nicht nur Orchesterkonzerte. Also ich selber werde machen eine Kammeroper von Mieczysław Weinberg, der ein sehr guter Freund und Schüler von Schostakowitsch war und auch ein enger Sanderling-Vertrauter. Und das ist eine Oper, die Wir gratulieren heißt. Und ja, ich hätte mir gewünscht, dass Kurt Sanderling das sozusagen zu seinem 100. Geburtstag persönlich angenommen hätte, diese Widmung. Aber es ist auch ein sehr witziges Stück, und wir werden die deutsche Erstaufführung dieses Stücks von Mieczysław Weinberg, auch ein sehr interessanter Name zurzeit, machen. Er, wenn er übrigens so alt geworden wäre, glaube ich, hätte er das noch bei vollem Bewusstsein erlebt, denn er soll ja bis zum Schluss geistig absolut tipptopp gewesen sein, was ja auch nicht jeder Mensch erreicht. Vielleicht wechseln wir jetzt mal in die Staatsoper. Dort gibt es ja auch die Werkstatt, die für allerlei Zwecke genutzt wurde. Ich hatte Ihnen ja mal vor ein paar Sendungen etwas von Kagel erzählt, was dort geboten wurde. Und jetzt war ein gewisser Ronchetti dran mit Last Desire. Ja, was hat er sich, ist das ein letzter Wunsch? Das oder? Ist also erstmal eine Sie, Lucia Ronchetti, auch eine gute Bekannte hier in Berlin. Mhm. War ja auch im Februar bei uns am Konzerthaus zu Gast. Eine sehr freundliche, sehr fähige Person, eine sehr intelligente Person auch. Und die hat ein Stück gemacht, beziehungsweise 2004 bereits für die Staatsoper. Da hatte das Ding nämlich Uraufführung, das Ganze heißt Last Desire und nach Oscar Wildes Salome. Wir haben ja vor einigen Sendungen haben wir über eine Salome in der komischen Oper gesprochen. Und da dieses Stück... Nicht gerade positiv. Nicht gerade positiv, gelinde gesagt. Und bei diesem Stück von Oscar Wilde, bei der literarischen Vorlage dieser Kammeroper von Lucia Ronchetti, da
fehlt die Salome. Das ist der ganze Witz. Also Salome ohne Salome. Und das hätten wir vielleicht auch ganz gut gefunden, wenn so dieser Abend, dieser schwer erträgliche Abend in der komischen Oper uns so verkürzt worden wäre. Oh ja. Ja. Also ja, Salome ohne Salome dauert 40 Minuten und so war es dann auch. Ist ja auch nicht schlimm. Das Ganze war so ein bisschen, ist von der Story schon vorhersagbar. Denn also was passiert, wenn man Salome ohne Salome macht? Alle warten auf Salome. Mhm. Und das mag so als literarisches Stück oder auf der Bühne als Sprechtheaterstück funktionieren, weil man dann vielleicht diese ganzen Mechanismen und Reaktionen des Wartens, des Nicht-Ankommens von einer Person so zwischenmenschlich, subtil, differenziert ausgestalten kann. Das kann ja das Sprechtheater tausendmal besser. Da bin ich immer sehr neidisch als Opernproduzent, als das Musiktheater. Und so ist es also, dass wir drei Personen sehen, die auch bestimmt 10 Rollen spielen, also alles Männer, die irgendwie auf Salome warten, also Johanan, Herodes, ein junger Syrier und so weiter. Und das ist sehr nett gesungen von einem Countertenor, von einem rumänischen Countertenor namens Valer Barna Sabadus, der so hervorragend singt wie der Knabensopran, ein 12-jähriger Junge. Und der Bassist Markus Hollop, der auch in Falsettlage singen muss, das macht sie auch ganz gerne. Sie benutzt also sozusagen bestimmte Rollentypen und gibt denen aber gleich drei verschiedene Aufgaben, nämlich drei Rollen und am besten noch zwei verschiedene Stimmfächer, also Bariton oder Bassbariton plus Sopran. Ja, also das sind Sänger, die ganz variativ eingesetzt werden müssen. Und es ist also ein sehr kurzer, vokalistisch sicherlich irgendwie reizvoller Abend, der aber aufgrund der literarischen Vorlage dieser misslichen Situation irgendwie dann dramaturgisch total unspannend ist, wenn ich das leider sagen muss. Ich habe mich, als ich hier den Programmverlauf notierte, habe ich mich plötzlich erinnert an Lou Salome, hieß, glaube ich, eine Oper, die Sinopoli in den 80er Jahren in München herausgebracht hat. Ich habe es leider nicht gesehen, aber es soll auch kein großer Erfolg gewesen sein, woraufhin Sinopoli dann wieder anfing, mehr zu dirigieren, mit der leider tödlichen Folge in der Deutschen Oper bei Aida. Sie wissen, dass er da zusammenbrach und verstarb. Also ich bin ja froh, dass Arno das jetzt so dargestellt hat. Ich hätte es nicht gekonnt, muss ich sagen. Also da muss man, glaube ich, sehr musikwissenschaftlich vorgebildet sein. Ich habe gedacht, es ist eigentlich ein klassisches freie Gruppenstück, also wo eine Kompanie sich versucht an einem Stoff und das sozusagen in der kleinen Form auf eine kleine Bühne bringt. Ich habe mich gefragt, warum macht das die Staatsoper? Eigentlich hat es mich fast ein bisschen geärgert, muss ich sagen, weil sowas wäre eigentlich ein klassisches, wenn dann ein klassisches Koproduktionsstück mit einer freien Gruppe. Aber ich habe den Sinn nicht identifizieren können. Ich kann alles unterstreichen, was zu den Sängern gesagt worden ist. Das war interessant, auch der junge Countertenor. Aber ansonsten bin ich etwas ratlos aus diesem Abend rausgegangen. Und mehr fällt mir ehrlich gesagt auch nicht dazu ein. Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, darauf hinweisen, dass es in Berlin zwei sehr erfolgreiche Opernproduktionen gegeben hat. Einmal in der Komischen Oper Das schlaue Füchslein, eine ganz andere Sicht als die von Frau Thalbach in der Deutschen Oper. Darüber müssen wir in der nächsten Sendung dringend sprechen. Und an der Deutschen Oper ist Don Carlos in einer, wie ich meine, musikalisch vor allen Dingen hochwertigen Produktion herausgekommen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, gehen Sie in diese beiden Aufführungen. Vielleicht sollte man unser Gespräch heute auch wiederum etwas schmunzelnd abschließen. Wir haben vorhin bedauert, dass Kurt Sanderling nun nicht mehr unter den Lebenden ist. Auch ein Bariton an der Deutschen Oper, mehr als 3 Jahrzehnte lang, Ingvar Wicksell, der Schwede. Ich hoffe, Sie haben ihn auch noch erlebt in etlichen Partien. Das war ja ein von Berlin aus dann eine Weltkarriere startender Sänger, vorwiegend im italienischen Fach. Und wie es an Opernhäusern so vorkommt, muss mal kurzfristig eine Vorstellung geändert werden.
Das heißt, jemand erkrankt und damals, als wir noch eingeschlossen waren durch die Mauer, musste man die dann einfliegen, alles sehr schwierig. Und es war die Jahreszeit, wo sich so im November die Tage verwischen. Dann weiß man gar nicht, ist das jetzt morgens oder abends. Und ich sage das, weil der Intendant der Deutschen Oper mir das damals wirklich gesagt hat. Und Sie wissen ja, dass die Skandinavier alle gerne einen zur Brust nehmen. Und das hatte sicher Ingvar Wicksell auch getan. Jedenfalls, er wurde abends um 6 angerufen. Er möge doch Skapja heute Abend singen, weil da was ausgefallen ist. Eine Unverschämtheit, ihn morgens um 6 zu wecken. Wie kommt man dazu und so weiter und lässt ihn nicht mal schlafen und so weiter. Dann haben die ihn, weiß ich, mit kaltem Wasser oder wie behandelt und wieder munter gemacht. Er ist in die Deutsche Oper gefahren und der Intendant selbst hat mir gesagt, er hat viele gute Vorstellungen gemacht, aber an diesem Abend war besonders gut. Und das möchte ich so auch zur Ehre von Wicksell sagen. Ich habe mit ihm Interview gemacht, ich kenne ihn, er hätte mir das jetzt nicht übel genommen, dass ich das hier heute gesagt habe. Wir haben noch ein paar Minuten und ich habe vorhin gesagt, ich war in Basel, wo ich diesen Kurzabend erlebt habe. Vielleicht noch etwas anderes. In Freiburg, das ist ja auch nicht weit von Basel, gab es von Gerhard Hauptmann die Ratten. Und diese, in den Ratten von Hauptmann gibt es eine, ja, ich würde sagen, eine Schwachstelle. Und zwar da, wo die Mimenkomödie dieses Theaterdirektors Hassenreuther und die Tragödie der kinderlosen Frau Joan, die wollen da nicht so recht zusammengreifen. Und da setzt in Freiburg der Regisseur Robert Schuster, durchaus ein guter Mann, wie ich meine, an, aber er verschiebt die Gewichte. Und dieser Diskurs von dem Schauspieldirektor zwischen oder mit seinem Schüler, wo eigentlich Lebenswirklichkeit und idealistisches Pathos zum Ausdruck gebracht werden, das geht dann zu sehr in die heutige Zeit. Da wird ewig über modernes Regietheater gesprochen und dergleichen mehr. Also ein bisschen schade, denn die Ratten, die Unterschichtexistenzen, die kommen eigentlich bei dieser Geschichte auch zu kurz. Aber dennoch, man sieht immer wieder, auch in der Provinz sind nicht nur Regisseure, die auffallen wollen, sondern die auch was können. Und damit möchte ich eigentlich die heutige Sendung beschließen. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Auf Wiedersehen.